Heute ist Tag 21, die letzte Volksdurchsicht im Bienengarten in Durlach-Aue. Wir haben da heute ein paar mehr Völker vor uns, aber das schaffen wir schon. Was ich jetzt als erstes mache, ich gucke mit dem Anton hier einfach nur kurz rein, ob die Bienen auch wirklich brutfrei sind. Wenn sie brutfrei sein sollten, dann machen wir wieder zu, legen die Klammer gerade, dass wir wissen, wir behandeln die noch. Die Völker, wo noch Brut haben, werden mit der Klammer quer gesetzt. Das heißt, da gucke ich in 3 Wochen wieder rein. Beziehungsweise kann heute auch schon dingfest machen, dass wir in 3 Wochen auch behandeln können. Und genau, was man auch noch vielleicht anfügen sollte, das ist jetzt wirklich der letzte Turnus in diesen 21-Tages-Rhythmen. Danach gehe ich in die 6 bis 8 Wochen Durchsichten rein. Ist nicht mehr notwendig, im Winter da reinzugucken, alle 3 Wochen. Wir fangen mal mit dem Volk hier an. Wenn man zu zweit ist, geht das alles besser, weil so kann einer gucken und der andere die Kiste halten. Warte, lass dich lenken. Ich kipp's an und du hältst dann nur. Wir können mit prinzipiell allen Kistensystemen immer auf 90 Grad Winkel hochgehen. Das macht dann auch Sinn für die Durchsicht. Also das ist mal ein richtig großes Volk. Sieht richtig gut aus hier. Das ist ja auch ziemlich ruhig. Ja. Also bei so einem ruhigen Bienenvolk mache ich mir auch prinzipiell keine Gedanken, dass da die Königin fehlt. Allerdings muss man hier genauer gucken wegen der Brut. Bei 6 Grad Außentemperatur brauchen wir auch keinen Smoker für solche Aktionen. Sonst würden sie ja zu arg aufstoben. Genau. Okay, also hier sehe ich jetzt noch 2 Brutzellen. Das sind aber die, wo die Bienen aufgebissen. Das sind die, wo die Bienen absichtlich zugelassen haben. Aber hier sehe ich noch viel mehr Brut und auch die Nachbarswabe hier sehe ich schon die Brut durchscheinen durch die Bienen. Also hier gibt es erstmal nichts zu tun. Die Königin. Genau, check, Königin ist da. So sieht auch ein Bienenvolk aus, wo definitiv über den Winter kommt. Ja, gehst weg. Die hält sich da aber gut. Bienen raus durch. Kommt. Raus aus der Lücke. Ist jetzt angeklemmt, ja. Alles bestens hier. Klammer legen wir quer. Statistik noch führen, doch das sollten wir. Definitiv plus, plus, plus. Futter haben sie auch mehr als genug. Schönes Bienenvolk. Und die Klammer dann quer, dass wir da wissen, wir müssen noch mal behandeln. Das Home Hive, da ist jetzt die Windel für 14 Tage drin. Ja, sehe ich schon auf einen Schlag, das kommt so circa bei 1 Milbe pro Tag raus. Das ist aber ein sehr guter Schnitt für dieses schlechte Bienenjahr. Und auch bei meinem Home Hive System können wir genauso agieren wie mit dem Volk gerade eben. Nur, dass wir eben hier
effizienter arbeiten können durch eben dieses Top-Bar-System. Ihr seht ja, von der Bearbeitung her ist das einfach ausgeklügelter wie so eine Home-Hive-Kiste. Entschuldigung, wie ein Sägeberger-Kistensystem. Es ist auch, wenn ich das so sagen darf, ausgeklügelter wie jedes andere System. Besonders im Winter. Es ist sehr praktikabel zu bearbeiten. Auch schön, wenn uns hier Bienen abbrechen sollten. Die können sofort wieder auf die Waben hochlaufen. Das Bienenvolk hier ist brutfrei. Also die Herzwabe hatte hier keine Brut. Bei der Nachbarswabe ist auch keine Brut zu sehen. Ich möchte auf Nummer sicher gehen und gucke mir die Wabe nochmal an. Ja, also auf der Wabe ist noch Brut und auch die Königin. Da dürfen wir jetzt noch nicht mit der Oxalsäure reingehen. Aber in 3 Wochen sind die dann auch brutfrei. Wir können bei dem Bienenvolk Waben austauschen. Ich habe ja nämlich Honigwaben im Auto. Dann können wir doch dem Volk hier einfach mal ganze 3 Waben bzw. 2 Waben reingeben. So, hältst du kurz? Ich bin gleich wieder da. Super. Ganz gern nach oben kurz die Kiste durchchecken auf Futter. War die arg schwer vom Halten oder? Nicht wirklich. So Lati da. Vielleicht können wir hier auch noch Waben austauschen. So, hier ist eigentlich noch genügend Futter vorhanden. Auch hier sehe ich noch verdeckelte Waben. Lass uns dem Volk vielleicht hier eine Naturwabe noch ersetzen. Gott sei Dank habe ich die dabei. Das ist diese Wabe hier. Das Bienenvolk wird auch über den Winter kommen. Die sehen sehr gut aus. Auch von der Varroa-Totenzahl auf der Windeldiagnose ist das ein sehr gesundes Bienenvolk. Die kriegen alle Plus. Okay, und so. Klammer schräg. Das war eins der ersten Home Hives als Einraumbeute. Okay.
Vielleicht nimmst du gerade die Wabe hier raus. Perfekt. Da hängen sie schon. Wunderbar. Ja, das war schon immer ein sehr schönes Bienenvolk. Die sitzen halt auch immer wirklich kompakt drin. Das ist einfach die Genetik von dem Volk. Also hier ist auch Brut noch sichtbar. Guck gerade mal auf deine Wabe hier, die wo ich nicht einsehen kann. Ne, die hier, ob du hier Brut siehst. Müsste ich ziehen. So ist Königin ist da. Okay, dann ziehen wir die mal zusammen noch. Auf welche Größe würdest du die schätzen? Basketball? Ja, das ist Basketballgröße. Also, die haben nur noch dieses kleine Brut, diese kleine Brutfläche hier. Aber das ist noch tatsächlich zu viel für eine Behandlung. Also da möchte ich jetzt auch noch mal die 3 Wochen abwarten, bevor die Oxalsäure hier kommt. Dann mache ich wieder zu. Biene. Perfekt. Das andere Einraumvolk brauchen wir nicht angucken. Doch, das gucken wir von der Seite an, weil hier gibt es eigentlich nichts zu tun. Die Oxalsäure ist bei dem Volk nicht notwendig, weil ich die bereits 2-mal Milchsäure im brutfreien Zustand durchgesprüht habe. Aber wir gucken natürlich der Vollständigkeit halber mal da rein. Guck mal, magst du gerade mal auf meine Kopfkamera gucken, ob das die Kunden überhaupt sehen, was ich da hingucke? Ja, man sieht's. Ja, super. Okay, also das Volk sieht gut aus. Das sitzt hier höher, auf Fußball. Höher. Ja. Auf Fußballgröße sitzt das Bienenvolk. Das ist alles okay. Ich kann jetzt hier die Bienen unterstützen und die Leichen etwas rausholen. Können die Bienen selber machen. Also hier brauche ich oben nicht gucken. Das ist schön an so einer Hinterbehandlungsklappe. Statistik sollte man trotzdem weiterhin führen. Plus, plus, plus. Und auch hier nochmal ein Plus. Volle Punktzahl bei dem Volk. Hier geht's weiter. Jetzt sind wir mit der Milbenbelastung aus. Ja, okay, das kommt auch so bei 1 Milbe pro Tag dann raus. Das ist gut. Also eigentlich schlecht, aber für dieses Jahr ist es gut. Ich glaube, die haben innen drin verbrückt. Ich hoffe nicht. Oh, das ist ein... Wow. Riesenvolk. Auch hier müssen wir genauer schauen, ob wir hier nicht eine Futterwabe noch reinbringen müssen. Ja, Moment, das kann ich auch so machen. Ein Stachel noch im Ärmel. Mhm.
Das ist volkspissig. Ja, die haben mich jetzt echt ein paar Mal hier verdroschen. Ist immer wieder dasselbe. Diese schwarzen Ringe hier werden konstant angegriffen. Ihr seht es ja hier, gerade weiß. Also schwarz ist wirklich nie gut. Man kann hier deutlich sehen, hier gehen sie drauf los, hier gar nicht. Es liegt an meiner Aufgabe, irgendwann eine Jacke zu finden, die auch hier gelb ist und nicht schwarz. Okay, also das ist jetzt leider ein Volk. Wir brauchen Rauch. Mach die gerade nochmal zu. Die sind ohne Rauch nicht bearbeitbar. Schade eigentlich. Da habe ich jetzt locker 10 Stiche gerade kassiert von dem Bienenvolk. Wie war das mit lieber dem Raucher anhaben und nicht brauchen, wie man braucht ihn und erst aus? Das war jetzt ein Imkerfehler meinerseits. Gut fürs Video, dass euch das nicht passiert. Boah, die hat mich gerade von der Stirn erwischt. Das fetzt gerade. Farbe her ist die Jacke ganz gut, bis darauf, dass sie ja, nicht so in der Tat hart gefüttert ist. Gar nichts machen, ich heb's an. Ja. So, hast du's? Ja. Super. Okay, also wenn ihr im Winter reinraucht, bitte mit, Bedacht. Mit Bedacht und Feinfühligkeit. Brut hier ist noch etwas Brut drauf. Die haben das aber auch gut verklebt, hier das ganze Volk. Also auch hier eine riesige Brutfläche noch. Da brauchen wir gar nicht weiter schauen. In 3 Wochen sind die hier soweit. Oben haben wir gesagt, das Futter. Ja, das mal prüfen. Wobei die Kiste war eigentlich jetzt vom Gewicht her relativ schwer. Ja, die war schwerer als die andere. Aber Naturwabe könntest du gebrauchen. Ich habe keine Naturwabe mehr. Ich kann nur noch die hier auswechseln. Aber hier ist ja auch noch alles voll. Nee, das rentiert sich nicht. Allerhöchstens wegen dem Thema Verdeckelung. Also ich gebe denen lieber hier eine verdeckelte Wabe rein. Also diese offenen Waben, die haben leider immer das Potenzial, dass die sehr viel Wasser binden. Also wenn der Honig verwässert, ist das nie gut. Das führt dann zur Gärung. Und solange wir noch sowas hier haben, gibt es da eigentlich keine Frage. Solche Waben werden dann ausgetauscht. Also bei dem Volk muss ich jetzt leider im Verhalten ein Minus geben. Der Rest war gut. Okay.
noch ein tolles Bienenvolk. Mit allerdings diesem Kistensystem. Mit dieser anderthalb Sägeblätter. Ich mag das System nicht. Von der Bienenmasse hier absolut hervorragend. Wie sie drin sitzen, ist das hier auch hervorragend. Ein ruhiges Bienenvolk. Brut auch sofort sichtbar. Haben sie noch Stifte? Nein, die haben keine Stifte mehr. Das ist die letzte Brut, wo hier schlüpfen wird. Ich sag ja, in 3 Wochen hier ist der ganze Bienenstand. Die Völker, wo jetzt noch Brut haben, die sind 3 Wochen alle brutfrei. Das ist eigentlich erstaunlich in dem Hinblick, dass eigentlich nicht wirklich Frost ist. Nee, wir hatten hier schon Frost. So. Also jetzt seht ihr auch, warum ich dieses System einfach nicht mag. Die Stellen für Bienenquetschung sind hier einfach erhöht im Vergleich zu anderen Systemen. Das liegt allein schon an der Backe, die locker 2 cm länger ist. Die Backen sind immer diese Seitenträger von einem Rähmchen. Und wenn die zu tief nach unten gehen, dann steigt einfach das Potenzial nach oben, dass wir hier Bienen zwischendrin tödlich einklemmen. Und das ist ein Hauptgrund, warum ich Systeme nicht mag, wenn sie denn das Potenzial bieten, meinen Bienen hier Quetschungen zu geben. Da habe ich bei dem eigenen Homehive mir sehr viel Mühe gemacht in der Entwicklung, dass die Bienen so gut wie gar keine Stellen haben, wo sie sich quetschen könnten bei der Bearbeitung. Also heute ist nicht mein Tag, ich habe jetzt bestimmt schon den 20. Stich in meine Finger bekommen. Aber tolles Volk. Hier können wir gerade Deckel übertragen. Nee, warte mal, stopp. Müssen wir das ankippen? Ja, Gedankenfehler. Also hier ist auch schon abzusehen, dass ich damit... Ja, toll. Das hat man davon, wenn der Smoker nicht richtig angemacht worden ist. War vorhin auch nur eine Ausnahme, den überhaupt anzumachen. Wer hätte es wissen können, dass dann zwischendrin mal ein Volk ist, wo einen angreift. Auch die letzte Brut. Sieht gut aus, das Volk. Auch ein riesiges Bienenvolk. Das sitzt auf Wassermelonengröße bei Minusgraden, wenn die sich zusammenziehen. Das Klammer quer müssen wir noch behandeln.
Naja gut, dann machen wir doch noch einen anderen Bienenstand, weil das war ja jetzt doch schneller als gedacht. Tatütata. Jedes Mal auf einer Videoaufnahme anschieben. Also das Volk ist deutlich kleiner. Es ist auch nervöser. Ja. Kann sein, dass ich hier einen Smoker brauche. Das ist auch wieder so ein pissiges Volk. Sie sind aber nur nervös, also angreifen tun sie nicht. Ich sehe die Königin hier schon rumrennen. Haben sie schon gern. Ja, wie immer, ich sag ja, das ist schwarz. Das sieht ganz, ganz übel aus hier. Alles offen. Aber wirklich ganz übel. Da ist nichts mehr zu retten. Das wäre jetzt so ein Volk zum Vereinigen, oder? Nee, das noch nicht. Aber was ich jetzt als erste Maßnahme mache, ich habe ja Waben als Ersatz da. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall hier die Brut raus, weil dass ich da nichts mehr retten kann, das ist offensichtlich. Also die Bienenmasse ist zu retten, keine Frage. Zumindest die gesunden Bienen, aber die Brut hier, also das ist eine hundertprozentige Belastung. Da brauche ich gar nicht erst dran denken, die schlüpfen lassen zu wollen. Raus damit. Und durch den kleinen Imkertrick mache ich die Bienen ja jetzt absichtlich brutfrei. Damit kann ich sie sofort mit Oxalsäure behandeln. Das ist jetzt der Vorteil von dieser Aktion. Jetzt gucke ich noch, ob wir möglicherweise noch eine Brutwabe rausnehmen müssen. Ja, so ist das. Die Königin sitzt gerade wieder da. Okay, und ab hier haben wir keine Brut mehr. Das ist ein Bienenvolk, wo möglicherweise noch vereinigt werden muss. Kannst du die gerade mal halten? Ja. Danke. Ich werde es im Kopf behalten als ein sehr schwaches Bienenvolk. Und wenn ich nochmal ein schwaches Bienenvolk entdecke, dann werde ich wieder zwei Völker verbinden, dass sie auch mit hundertprozentiger Sicherheit im Winter überleben. Also in der Sekunde ist dieses Bienenvolk gerade so auf wirklich dem allerletzten Minimum von Bienenmasse. Wenn die noch ein bisschen Leichen verlieren, dann ist es definitiv rum, dann müssen wir dieses Bienenvolk vereinigen. So. Ich hole gerade die Waben aus dem Auto. Also hier nochmal die Sicht auf so ein komplett zerstörtes Brutnest. Diese aufgebissenen Brutzellen. Deutlicher geht's nicht. Die Bienen haben schon gewusst, dass hier alles verseucht ist. Deswegen haben sie hier so gut wie überall aufgebissen. Und wenn man schon mal so ein Schadbild anguckt, kann man Gift drauf nehmen, dass eigentlich jede Zelle schon befallen ist. Eins. Werden eingeschmolzen und die kann ich jetzt als Ersatz
den Volk wieder reingeben. Es sind auch noch ziemlich viele Krüppel drin. Ja, ich sag ja, wenn die noch ein bisschen Bienenmasse verlieren, dann müssen die definitiv vereinigt werden. Sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall können wir hier die Oxalsäurebehandlung dann machen. Aua. Schon wieder ein Stich hier in dieses Schwarze. Moment, Moment, Statistik. So, November. OX für Oxalsäure. Verhalten war gut. Gesundheit war schlecht. Entwicklung war schlecht. Honig haben sie gut gemanagt. Und da machen wir jetzt die Klammer gerade. Also dieses Bienenvolk wäre jetzt so ein Kandidat zum Vereinigen. Und zwar nicht wegen der Bienenmasse, weil die ist hier ausgesprochen gut. Aber dieser Brückenbau hier bei dem Volk ist schon sehr verstärkt. Das ist halt so ein Bastelbienenvolk. Und das ist zwar für die Natur nicht schlimm, aber für die Bearbeitung ist das echt unschön. Allein schon was eine Behandlung angeht oder auch das Thema Bienenquetschen. Und ich bin eher dazu gepolt, solche Bienenvölker von der Genetik aus meiner Population rauszunehmen, dass sich solche Baumeister eben nicht so stark vermehren können. So eine Brückenbildung würde mir auch die Oxalsäurebehandlung dann zunichte machen. Weil einfach die Tropfen dann auf den Brücken hängen bleiben würden. Die kommen ja gar nicht runter zu den Bienen. Ihr seht schon, also diese Brückenbildungen hängen leider direkt mit dem Leben der Bienen zusammen. Ich habe jetzt auch gerade eine erwischt, die da an der Brücke fest war. Und nochmal aus Versehen hier wieder eine erwischt. Also ihr seht, das System, das der Imker für seine Bienen wählt, entscheidet darum, wie gut man mit Bienen arbeiten kann und wie viel Verluste bei der Bearbeitung auftreten. Da und da, dann war's das, oder? Ja, also ich will da jetzt nicht so viel rumkratzen. Siehst du, die Bienen werden da total nervös dabei.